Super geiles Spätsommerwetter heute hier in Vechta. Seit einem Monat ist Westfalenring TV, der Channel vom AMSC Lüdinghausen, nun online. Vielen Dank für die ganzen Feedbacks, die wir bekommen haben. Viel Lob, aber auch manchmal Kritik, zum Beispiel bei dem Werkstattbesuch bei Dominik, ne, deine Glatze glänzt so. Insofern, deswegen habe ich mir eine neue Cap, guckst du, gekauft. Ja, und bei dem letzten Video war so ein kleiner Fehler drin. Das war nicht 4 Wochen nach dem Grasbahnrennen, sondern 8 Wochen, habe ich mich vertan, habe den Kalender wohl nicht umgeschlagen. Und war 8 Wochen und nicht 4 Wochen nach unserem Rennen. So, kann aber passieren, aber warum erzählt er das? Ich möchte eigentlich, dass ihr euch die anderen Videos auch mal noch anschaut. Also abonniert Westfalenring TV, den Channel mit Glocke, dann kriegt ihr immer Info, wenn ein neues Video online ist. Wir sind gerade noch auf dem Weg, ein paar Kilometer noch bis Vechta. Kein AMSC-Fahrer heute am Start, denn dort ist die FIM Youth Gold Trophy. Die kleine WM der 125 Kubikzentimeter Solisten und dann heute Abend das Highlight Team WM. Deutschland kann sein 9. Gold gewinnen. Wird das passieren? Wir werden sehen. Im vergangenen Jahr war unser Clubfahrer Jens Benneker, ja, halt mal die Klappe, Suleika. Im vergangenen Jahr war unser AMSC-Clubfahrer Jens Benneker bei der WM im deutschen Team dabei und hat Bronze geholt in Frankreich. Ja, heute kein Lüdinghauser dabei, aber wir sind stark aufgestellt. Hoffentlich klappt es mit dem 9. WM-Titel im Langbahnbereich. Thank you.
Schiri. Und da zieht sofort in Führung mit der blauen Helmfarbe Jaroslav Vanicek. Von außen herum macht der Attacke Luke Harrison aus Großbritannien. Markus Heiß.
Wir sind ein Mann.